Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee. Nicht der Verteidigungsminister, sondern der Bundestag entscheidet über den Einsatz der Bundeswehr. Eine Antwort, Herr Minister, wollen wir auch auf die Frage haben, warum Ihnen nicht zeitnah der Feldjägerbericht über den Tod des Soldaten in Afghanistan vorgelegt wurde. Wir erwarten von Ihnen nicht, dass Sie jeden Feldjägerbericht lesen. Aber wenn es sich um den Tod von Soldaten handelt, dann muss ein solcher Bericht sofort auf den Tisch des Ministers. Da müssen doch alle roten Lampen angehen. Da muss Ihr Haus doch automatisch reagieren. Und ich kann nur sagen, wenn das bei Todesfällen nicht funktioniert, dann haben Sie die Abläufe in Ihrem Haus ein Jahr nach Kundus immer noch nicht richtig im Griff. Und leider reden wir hier heute nicht nur über einen einzelnen Vorgang. Ein großes Fragezeichen steht auch bei dem tragischen Todesfall auf der Gorch Fock im Raum. Rund um diesen Vorfall verdichten sich nun Informationen über Zustände auf der Gorch Fock, die einen, wenn sie denn stimmen, sprachlos machen können. Ich glaube, wir müssen sehr differenziert auf die drei Fälle blicken, die derzeit in der Debatte stehen. All diese Vorgänge bedürfen zweifelsfrei der vollständigen Aufklärung. Abschließende Informationen über Ereignisse sind aber erst nach abgeschlossenen Ermittlungen, insbesondere auch staatsanwaltlichen Ermittlungen, möglich, meine Damen und Herren. Ermittlungen, die in den beiden Todesfällen nicht erst seit der öffentlichen Diskussion, so wie ich sie gerade in den Raum gestellt haben, Herr Schmidt, sondern von Beginn an, seit November bzw. Dezember des letzten Jahres, mit großer Sorgfalt entsprechend des geltenden Rechts und entsprechender geltenden Vorschriften auch durchgeführt werden. Und ich weise deswegen mit Nachdruck zurück, ich hätte das Parlament nicht informiert, ebenso den Vorwurf einer gezielten Vertuschung oder Irreführung durch mein Haus oder durch mich selbst. Was die geöffneten Feldpostbriefe anbelangt, liegen im Deutschen Bundestag mittlerweile erste Zwischenberichte vor. Bislang lässt sich nicht darauf schließen, dass es sich um eine systematische, um eine flächendeckend in großer Zahl erfolgte Aktion handelt. Nach den mir heute vorliegenden Meldungen sind insgesamt 29 Postsendungen auf mögliche Unregelmäßigkeiten zu untersuchen seit Oktober des letzten Jahres. Jeder Brief ist einer zu viel, das steht außer Frage. Alles muss in der Hinsicht auch aufgeklärt werden, alles unternommen werden, dass wir hier auch eine entsprechende Lösung dieser Frage finden. So tragisch und furchtbar angesichts des Todes eines jungen Mannes ist, taugt nicht zu Vorwürfen, die in den letzten Tagen konstruiert wurden. Am 17. Dezember 2010 kam es in der abgesetzten deutschen Operationsbasis im Raum Polikomri zu einem schlimmen Zwischenfall. In einer Ruhezeit nach durchgeführtem Einsatz waren die Soldaten in ihrem Unterkunftszelt und hatten dabei nach vorliegenden Erkenntnissen auch routinemäßig ihre Waffen gereinigt. Über den weiteren Ablauf gibt es unterschiedliche Aussagen. Die weitere Aufklärung obliegt jetzt auch hier der Staatsanwaltschaft. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass die Führung der Marine, nachdem im Herbst erste Veröffentlichungen über Probleme auf diesem Schmuckstück der Marine, vielleicht sogar unseres ganzen Landes aufgetaucht sind, die ernst nimmt und von sich aus reagiert. So war es der Wehrbeauftragte, der uns auf gravierende, ernste Probleme aufmerksam gemacht hat. Dafür darf er übrigens nicht vom parlamentarischen Staatssekretär des Verteidigungsministers kritisiert werden, sondern der Wehrbeauftragte hat so wie seine Vorgänger auch unparteiisch, seriös und gründlich seine Arbeit fürs Parlament geleistet. Und dann gibt es natürlich, Herr Minister, in der Frage, wie sind Sie mit dem Thema umgegangen, schon einen Punkt. Mittags laden Sie die Obleute zu einer Unterrichtung ein und sagen Sie, es darf keine Vorverurteilung geben. Abends entnehmen wir der Presse, dass Sie den Kommandeur des Amtes entbunden haben. Mit der Begründung an diesem Abend und am nächsten Abend, und es ist das Entscheidende, dass neue Vorwürfe zu den Missständen bekannt wurden. Auf unsere heutige viermalige Frage haben Sie keinen einzigen neuen Vorwurf benannt, sondern Sie haben am Wochenende in Folge, als Sie gemerkt haben, dies entkleidet Ihnen medial, in drei Pressemeldungen immer wieder nachgelegt und immer wieder weitere Informationen gegeben. Herr Minister, das eigentliche Problem in diesem Zusammenhang ist doch, Sie haben den Geist des Boulevards gerufen,
Und Sie kommen jetzt vor wie der Zauberlehrling. Er wird den Geist nicht mehr los. Naja, geniert Sie das nicht wirklich, wie die Bild-Zeitung zusammen mit Ihnen in Bild am Sonntag diese Entlassung des Kommandeurs medial inszeniert hat. Medial inszeniert hat. Dies muss einem seriösen Minister peinlich sein. Es muss ihm peinlich sein. Kollege Arnold, ich bin doch einigermaßen erstaunt, wie Sie als verteidigungspolitischer Sprecher Ihrer Fraktion hier Details aus einer laufenden Ermittlung ausbreiten hier in diesem Hause, das sozusagen als Fakten und belegte Tatsachen darstellen und dann einerseits, Verzeihung, wir sind hier nicht bei der Bild-Zeitung, sondern im Deutschen Bundestag, und dann auf der anderen Seite dem Minister unterstellen, dass er nicht hinreichend informiert habe. Ich muss sagen, ich finde es schon eine merkwürdige Art und Weise, mit diesem Sachverhalt umzugehen. Aber meine Damen und Herren, im Grunde nach ist es doch auch ein Indiz dafür, was zurzeit passiert. Es werden Vorgänge, die stattgefunden haben, die vom Wehrbeauftragten auch sehr korrekt und dankenswerterweise dargestellt worden sind, die dann auch im Bundesministerium der Verteidigung angenommen worden sind und zur unverzüglichen Aufklärung gebracht werden, dass sie dazu benutzt werden, eine Situation eines Skandals herzustellen, der am Ende nur einem schadet. Und zwar ist es der Bundeswehr. Und deswegen bin ich froh, meine Damen und Herren, dass heute auch der Wehrbeauftragte oder dass in der Presseberichterstattung des Wehrbeauftragten über seine Pressekonferenz auch sehr deutlich gemacht worden ist, dass die Truppe eben kein Chaos-Truppe ist, sondern dass es sich hier um Einzelverfehlungen handelt, die aufgeklärt werden müssen, jawohl. Hier geht es auch um das Ansehen der Bundeswehr, aber der Minister und Herr Schmidt, wenn Sie heute Morgen im Verteidigungsausschuss gewesen wären, dann hätten Sie das auch sich anhören können. Dann hätten Sie dazu auch eben Stellung nehmen können, dass in Sachen Gorch Fock der Minister zwei Ermittlungsteams nun auf den Weg gebracht hat, sowohl vor Ort als auch in der Marineschule, um genau diesen Vorwürfen, die unerträglich sind, die wir alle nicht im Raume stehen lassen können, möglichst unverzüglich aufzuklären. Der Minister hat im Ausschuss Informationspannen eingeräumt, hat sie bedauert, hat Abhilfe versprochen. Wobei das letzte Wort kann meines Erachtens nicht sein, dass man sagt, das war eine unvollständige, nicht genaue Information. Ich bin in die Ausschusssitzung am 19. Januar immer noch mit der Vorstellung gegangen, möglicherweise handele es sich um eine Selbsttötung der Soldaten in Pollet-Combry im Dezember. Und nicht nur ich, sondern auch CDU-Kollegen. Sie haben das auch öffentlich zugegeben und so gesagt. Dann muss doch was schiefgelaufen sein. Dann muss doch was schiefgelaufen sein, wenn also hier an der Stelle man das Parlament unterrichtet, ein Soldat ist tot aufgefunden worden und man feststellt, es gab Fremdeinwirkung. Und Ihr Hinweis, Herr Minister, Sie hätten es ja der Presse gegenüber angedeutet, das kann auch so nicht stehen bleiben. Sie haben Unterrichtungspflicht, wir haben zwar vielleicht gute Verbindungen zu Verlagshäusern, aber Sie haben Unterrichtungspflicht dem Parlament gegenüber. Das ist doch der Punkt.